Was macht uns böse? Gut gegen Böse, Schwarz gegen Weiß. Dieser Kampf fasziniert uns. Er steckt seit jeher in all unseren Märchen, unseren Filmen, unserer Kultur. So wie hier bei Schwanensee. Warum wird ein guter Mensch böse? Oder steckt das Böse, der schwarze Schwan, vielleicht schon von Anfang an in uns? Was ist überhaupt das Böse? Schlummert in uns allen das Potenzial, grausam zu sein? Und warum gewinnt es in manchen Menschen die Oberhand? Was macht uns böse? Was gut und böse ist, ist natürlich eine Definitionsfrage, eine philosophische, moralische Frage. Aber wenn ich in dem Film plakativ vom Bösen spreche, dann meine ich das hier. Das hier sind Menschen, die haben anderen Menschen unglaubliches Leid zugefügt. Kaltblütige Taten wie die von Pedro Alonso Lopez, der mindestens 300 Mädchen vergewaltigt und getötet hat. Oder die von Jeffrey Dahmer, der 17 Menschen getötet hat. Wird so ein Täter wie er schon böse geboren? Oder gibt es nicht dieses von Natur aus böse sein, sondern ein Mensch wird erst so durch das, was er selber erlebt. Das typische Klischee des schon misshandelten Mörders. Was glaubt ihr? Ist das Böse was Angeborenes oder was Erlerntes? Schreibt mir das sehr gerne mal in die Kommentare. Auf der Suche nach Antworten treffe ich einen Mann, der etwas getan hat, was wir wohl als das Böse bezeichnen würden. Ich bin verurteilt worden wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern. Und ich spreche mit einer Frau, die sich das Böse zum Beruf gemacht hat. Und wir sagen immer, wichtigster Satz, eine Erklärung ist keine Entschuldigung. Aber erst will ich wissen, steckt das Böse in uns allen? Diese Idee, dass man Menschen nur die Macht und die Möglichkeit geben muss und schon bricht sich das Böse und Perfide in ihnen Bahn. Vielleicht ist die auch noch in einigen von euren Köpfen. Schuld daran ist das berühmteste Sozialexperiment der Psychologiegeschichte, das Stanford Prison Experiment. 1971 macht Dr. Philip Zimbardo nach Zufallsprinzip 12 junge Männer zu Insassen und 12 zu Wärtern eines gefakten Gefängnisses. Zu Beginn des Experiments werden die Gefangenen öffentlich verhaftet und zu dritt in kleine Zellen gesperrt. Zur Anonymisierung werden ihre Namen zu Nummern, ihre Kleidung wird gegen Hemden getauscht. Die Wärter bekommen dagegen Uniform, Gummiknüppel und Sonnenbrillen mit verspiegelten Gläsern. Auch sie sollen anonym bleiben. In dem Gefängnis gibt es Regeln, an die sich die Gefangenen halten müssen. Wer sie missachtet, wird bestraft. Wenn sich die Gefangenen falsch verhalten, müssen sie zum Beispiel Liegestütze machen. Dabei drücken die Wärter ihnen einen Fuß in den Rücken. Schon am zweiten Tag kommt es zu einem Aufstand. Die Gefangenen reißen sich die Nummern von den Kitteln und blockieren die Zellentüren. Die Wärter schlagen den Aufstand gewaltsam nieder, indem sie Trockeneis in die Zellen spritzen. Für ihre Rebellion werden die Gefangenen hart bestraft und gedemütigt. Ihre Betten werden aus den Zellen entfernt, auch ihre Kleidung wird ihnen weggenommen. Nach 6 Tagen muss das Experiment abgebrochen werden, obwohl es auf 2 Wochen ausgelegt war. Die Situation scheint zu eskalieren. Die Wärter verhalten sich scheinbar immer brutaler und unmenschlicher. Einige der Gefangenen sollen unter der psychischen und physischen Belastung sogar zusammengebrochen sein. Die erschreckende Conclusio, die Zimbardo daraus gezogen hat, ist, dass wenn Menschen in der passenden Situation sind, sie praktisch ganz automatisch anfangen, böse zu handeln, andere zu quälen, weil sie die Chance dazu haben, weil sie die Macht haben über namenlose andere, sich anonym fühlen und in der Gruppe untertauchen können. Aber war es wirklich so? Beweist das Stanford Prison Experiment wirklich, dass das Böse praktisch in jedem von uns schlummert und in der passenden Situation erwacht? Ich will selbst ein kleines Sozialexperiment machen und habe mich dafür mit dem Sozialpsychologen Michael Heffner zusammengetan und mit ihm und meinem Team zusammen quasi so ein kleines Studiendesign entwickelt.
Wir wollen sehen, reichen Anonymität und Macht wirklich aus, um Menschen sozusagen böse handeln zu lassen, so wie es das Stanford Prison Experiment scheinbar gezeigt hat? Oder gibt es nicht doch mehr Faktoren, die bei Zimbardo damals eine wichtige Rolle für das Verhalten gespielt haben? Vielleicht fragt ihr euch, wenn ihr dieses Experiment doch am Stanford Prison Experiment anlehnt, wo ist denn hier eigentlich das Gefängnis? Wo sind die Gitterstäbe, die Wärter und die Insassen? Tja, bei uns gibt es ein schönes Holzpuzzle und zwei Gruppen, die gegeneinander antreten. Und wir haben das bewusst so gemacht, weil am Stanford Prison Experiment gibt es schon länger berechtigte Kritik. Die Frage ist im Prinzip, ob man wissenschaftlich überhaupt die Konklusion ziehen kann, die Zimbardo gezogen hat, nämlich dass allein die Situation quasi das Böse in uns anstachelt. Auf den ersten Blick mag es so aussehen, aber eigentlich gibt er ihnen implizit den Auftrag dazu. Mhm. Ihr seid Wärter und das impliziert mehr als ihr nehmt an dem Experiment teil und seid eben Wärter und ich schau mal, was passiert, sondern das impliziert, ihr seid eigentlich böse. Das nennt die Forschung Demand Characteristics. Nicht die einzige methodische Kritik an Zimbardos Experiment. Bei unserem Experiment versuchen wir es ohne Rollenklischees und Erwartungshaltung und sagen, es ginge darum, wie gut Menschen in Stresssituationen zusammenarbeiten. Um rauszukriegen, ob Menschen in der richtigen Situation böse agieren, brauchen wir ein paar wichtige Ingredienzien, von denen man auch glaubt, dass sie eben beim Stanford Prison Experiment entscheidend waren für die Entwicklung. Dazu zählt unter anderem, dass die Menschen gegen eine gesichtslose, namenlose andere Gruppe handeln. Das nennt man Depersonalisierung. Und dass sie sich quasi so ein bisschen in der Gruppe auflösen können. Das nennt man Deindividuierung. Deswegen ist Anonymität auch super wichtig. Unsere Teilnehmenden bekommen solche Nummern zugewiesen und sprechen sich nie mit Namen an. Und dann brauchen wir natürlich noch eine Messgröße dafür, wie böse sie handeln. Und deswegen bekommen sie so einen Buzzer. Und je nachdem, wie laut und wie oft sie buzzern, haben wir dadurch einen Indikator dafür, wie böse sie handeln. Also ihr seht da vor euch schon solche Puzzleteile. Und ihr sollt praktisch das Puzzle lösen. Am Ende könnte das bei jedem von euch ungefähr so aussehen. Gegen ein anderes Team, also ihr müsst quasi schneller sein als Team A, ihr seid nämlich Team B. Und es gibt noch eine Besonderheit, und zwar seht ihr rechts neben euch jeweils solche Buzzer. Und ihr könnt auch ein bisschen die Lautstärke variieren. Damit könnt ihr das andere Team nerven und ablenken, sodass die nicht so schnell sind. Also das ist jetzt nicht so laut, dass es schadet, aber ist schon nervig. Ihr könnt jederzeit natürlich das Experiment abbrechen und aufhören, wenn ihr wollt. Ich bin wirklich mal sehr gespannt, ob jetzt gleich das sadistisch Böse aus den Menschen rausbricht. Nur weil wir ihnen die Chance bieten, oder eben nicht? Ich würde sagen, wir lassen sie mal starten, oder? Hier geht's schon los. Ja, bitte? Ja. Ja. Ich spüre den Zeitdruck. Was unsere Teilnehmer natürlich nicht wissen, ist, dass es gar kein anderes Team gibt. Und dass das Spiel unlösbar ist. Das soll sie nämlich jetzt richtig schön frustrieren und vielleicht auch motivieren, den Buzzer zu drücken. Dann würde ich sagen, geben wir den, oder? Sollen wir den ein bisschen Zunder geben? Dass die mal wissen, mach dass mal, das andere Team sie nerven. Mal drei. Okay. Oh nein, das Ding ist auch hier auf den Schrecken. Ich brauche ein blaues L. Aber jetzt wurde gebuzzert. Hier. Wo? Wer hat die vier? Er hat gebuzzert. Die vier. Er hatte die Hand unten und hat gebuzzert. Aber sie buzzern nur als Reaktion, ne? Konzentrieren sich auf die Aufgabe. Und jetzt siehst du auch, die steht im Vordergrund und nicht das Böse. Unser Experiment führen wir heute in drei Runden durch. Die meisten Teilnehmenden haben sich ähnlich verhalten. Sie haben zunächst vor allem dann gebuzzert, wenn wir vorher gebuzzert haben. Das hat sich aber ganz schön verändert, als wir ihnen gesagt haben, nur noch ihr habt die Macht zu buzzern, also mit einem Machtgefälle. Ja, jetzt hat gezogen. Oder wir stellen einen ab, der die ganze Zeit die Glocke klingelt. Ja, 4, 3, 4, 5, 6. Die 4 hat schon 17 Mal, gell? Ja. Die 5 legt jetzt auch richtig los. Guck mal mit hier. Wer ist denn hier unsere 5? Da geht's gerade richtig los. Ah, hier. Ah, ja. Gehen wir rein und besprechen das mal, was wir hier finden. Gerade mal schauen, wie oft. Naja, über 30 Mal. So. Und Schluss. Ich darf euch Michael vorstellen. Hallo. Michael ist Psychologe und wir wollen euch jetzt darüber aufklären, dass es hier gar nicht um eine Stresssituation oder um Teamwork im eigentlichen Sinne ging. Uns ging es nämlich eigentlich darum, zu schauen, ob ihr sozusagen eure Macht ausnutzt,
und ob das Böse in dieser Situation aus euch rauskommt, wie die anderen quält mit dem Buzzer. Oder ob ihr euch eher auf die Aufgabe konzentriert. Dann bin ich ja mit Abstand der Böseste. Was habt ihr euch gedacht dabei beim Buzzern irgendwie? Wie ging es euch damit? Also ich fand das Geräusch nicht so schlimm, als dass ich jetzt dachte, jetzt sind die da total am Leiden. Also vielleicht auch, also manchmal, ich bin ja wieder ein bisschen sadistisch, wenn man es gesehen hätte, wäre es vielleicht noch lustiger. Aber ja, wenn man es vielleicht noch gesehen, wie einer gerade noch mal einen Stromschlag kriegt, und ich noch mal einen drauf. Oh Gott, jetzt kommt meine sadistische Art. Weil manchmal tut es ja mal ein bisschen Anreiz haben. Böse wart ihr alle nicht eigentlich, muss man ganz ehrlich sagen, sondern ihr habt vor allem reagiert in den ersten beiden Runden. In der letzten Runde, ja, war schon mehr Aktivität von eurer Seite. Und ja. Super, vielen Dank. Tschüss euch. Dann noch viel Spaß. Ja. Dankeschön. Also dieses irgendwie sadistische, ich habe da jetzt Spaß dran, jemanden zu piesacken, das haben wir eigentlich gar nicht gesehen. Aber auch da, wenn immer das Gefühl herrschte, ich kann die Aufgabe nicht mehr weiter bearbeiten, weil ich keine Teile mehr habe, weil wir nicht mehr weiterkommen, dann kam es wieder ins Bewusstsein, oh, ich könnte die ja ablenken. Mhm. Das spricht ja umso mehr dafür, dass dieser Wunsch der Aufgabe gerecht zu werden eher das ist, was man im Stanford Prism Experiment sehen kann, was da zu einer Eskalation führt, als dieses vermeintlich sich natürlicherweise bahnbrechende Böse im Menschen. Eine der wichtigen Kritiken am Stanford Prison Experiment ist, dass sich Leute auf eine Anzeige beworben haben, um da mitzumachen, in der schon drin stand, es geht um ein Gefängnisexperiment. Das heißt, da könnten sich ja durchaus schon bestimmte Charaktere drauf gemeldet haben, die eben eher vielleicht ein bisschen autoritär sind, Lust haben auf Machtspiele. Bedeutet das jetzt also, es gibt vielleicht bestimmte Charaktere, in denen man ja eher das Böse rauskitzeln kann? Gibt es Charaktereigenschaften, die einen Menschen eher böse machen? Ist es also doch eher was Angeborenes? Das will ich gleich jemanden fragen, der selbst ein schweres Verbrechen begangen hat. Aber vorher will ich wissen, was die Forschung sagt. Welche Eigenschaften in uns bestimmen denn, wo wir liegen auf dem Spektrum zwischen Gut und Böse? Mit dieser Frage beschäftigt sich die Psychologie schon sehr lange. Es gibt drei Persönlichkeitsmerkmale, die einen Menschen eher böse machen, wenn sie stark ausgeprägt sind. Machiavellismus beschreibt ein sehr manipulatives Verhalten mit dem Motto, der Zweck heiligt alle Mittel. Narzissmus charakterisiert Menschen, die auf ihre eigenen Vorteile bedacht sind und sehr fokussiert darauf. Menschen mit hohen Anteilen von Psychopathie werden als kaltblütig und emotionslos beschrieben. Sie haben kaum Angst, auch nicht vor Konsequenzen. Der Character to Kill. Die Wissenschaft nennt das die dunkle Triade. Woher kommen solche Eigenschaften eigentlich? Also was davon ist angeboren und wie groß ist auf der anderen Seite der Einfluss der Umwelt? Die extremste Form von Gewaltverbrechern sind Psychopathen. Unter der Normalbevölkerung findet man so circa 1% laut Schätzungen an Psychopathen. Bei Gefängnisinsassen ist aber ungefähr jeder Dritte psychopathisch veranlagt. Forscher wie Adrian Raine und James Fallon haben deswegen die Gehirne von psychopathischen Gefangenen untersucht. Und sie haben tatsächlich Auffälligkeiten gefunden. Und zwar sowohl in der Hirnstruktur als auch in der Hirnfunktion. Das, was man hier sieht, ist quasi die Aktivität von Gehirn. Unter einer emotionalen Stimulierung sind bei den meisten Menschen im Gehirn große Bereiche eben aktiv. Vor allen Dingen hier ungefähr, wo die Amygdala ist. Die Amygdala ist nämlich total wichtig für die Entstehung von Emotionen. Vor allen Dingen auch von Angst. Aber auch für moralisches Handeln und für soziale Fähigkeiten. Wenn man mal hier schaut, da sieht man eigentlich fast keine Aktivität. Das ist das Gehirn eines Psychopathen. Und das ist schon sehr auffällig. Und die Wahrscheinlichkeit ist eben sehr groß, dass diese Dysfunktion der Amygdala unter anderem dazu führt, dass Psychopathen eben kein Mitgefühl, keine Empathie empfinden, auch nicht ihren Opfern gegenüber, dass sie kaum Angst haben und kein schlechtes Gewissen. Auch der ventromediale Präfrontalkortex, ungefähr so hier, auch da sieht man eine stark herabgesetzte Aktivität und auch die Verbindung zur Amygdala ist schwächer. Bedeutet das jetzt, dass Menschen, die ein solches Gehirn haben, quasi doch angeboren böse sind? Woher kommen solche Veränderungen im Gehirn bei Psychopathen? Die Verhaltensauffälligkeiten, die sieht man tatsächlich schon oft im Kindesalter. Und Zwillingsstudien zeigen, es gibt diese biologische Komponente, wenn es um antisoziales und aggressives Verhalten geht. Etwa 50% der Ursachen sind genetisch bedingt. Bei einem Gen dachte man, yes,
Wir haben ihn gefunden, den Schlüssel zum Bösen in uns Menschen. Nämlich beim heute genannten Kriegergen Mao-A. Finnische Forschende haben nämlich herausgefunden, dass bei 5-10% der Gefängnisinsassen das Gen in einer bestimmten Variante vorliegt. Und das Enzym, für das das Gen kodiert, das beeinflusst über den Serotoninhaushalt den Stoffwechsel unseres Gehirns und damit womöglich auch seine Entwicklung. Das klingt also plausibel und so, als könnte eben quasi die DNA über die Entwicklung des Gehirns unsere Verhaltensweisen, unsere Persönlichkeit verändern, als wäre das Böse nun doch angeboren. Die Sache ist aber komplizierter. Tatsächlich hat die Studie gezeigt, dass dann diese Genvariante mit antisozialem und aggressivem Verhalten korreliert, wenn eine andere Komponente dazukommt, nämlich ein gewalttätiges Elternhaus. Es ist also nicht das eine Gen, was uns entweder zu Harry Potter oder Lord Voldemort macht, sondern es ist so, eine bestimmte Kombination bestimmter Genvarianten ist eine Prädisposition, also eine Veranlagung, eine Tendenz hin zur Kriminalität und zum Bösen. Das kann einen Menschen in Richtung Dunkelheit kippen lassen, aber es versetzt ihm nicht unbedingt den entscheidenden Stoß. Untersuchungen zeigen, dass bei 20-25% der Normalbevölkerung ähnliche Veränderungen im Gehirn vorliegen wie bei Psychopathen, zum Beispiel durch Durchblutungsstörungen oder Tumore. Aber die begehen ja nicht alle schwere Straftaten. Es gibt also offensichtlich etwas, das hilft, diese Vorbelastungen zu umschiffen. Aber wieso funktioniert das bei einigen und bei anderen nicht? Und wieso werden manche Menschen einfach böse, ganz ohne neurologische und genetische Vorbelastung? Ich möchte gern verstehen, was eigentlich in Menschen vorgeht, die grausame Dinge tun. Wahrscheinlich sind das ja keine von Grund auf bösen Menschen, oder? Ich treffe jetzt tatsächlich gleich einen verurteilten Sexualstraftäter. Er ist pädophil. Und wenn jemand von euch jetzt denkt, das möchte ich mir lieber nicht anschauen, dann jetzt bitte die nächsten paar Minuten überspringen. Wir, auch er, wollen seine Anonymität wahren. Deswegen nennen wir ihn jetzt einfach Karl. Wir werden ihn nicht sehen können und auch seine Stimme ist nachgesprochen. Wichtig ist uns, wir wollen mit diesem Gespräch nicht sagen, dass Pädophilie per se zu einer Straftat führt. Eine Störung allein macht niemanden zum Täter. Hallo, Karl. Tatsächlich für mich eine ziemlich außergewöhnliche Situation jetzt. Deswegen bin ich auch so ein bisschen nervös. Ich auch. Du hast ja etwas gemacht, von dem die meisten Menschen wahrscheinlich sagen würden, das ist etwas Böses. Ja. Für was bist du denn verurteilt worden? Ich bin verurteilt worden wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern. Auch wenn ich wusste, was mich erwartet. Für mich ist die Tat und das Sprechen darüber ganz schön krass. Karl erzählt mir, dass er Mädchen aus seiner Nachbarschaft gestreichelt und auch fotografiert hat. Die Mädchen waren alle im Grundschulalter. Alles in mir schreit so ein bisschen dann auf, gleich zu sagen, wieso, wie kann man darauf kommen? Ich habe pädophil auch erstmal nicht gesehen als sexuelles Begehren. Ich habe dann später gemerkt, dass ich nicht nur pädophil bin, dass ich möglicherweise, weil es mir auch Freude bereitet, mit den Kindern zusammen zu sein, zu streicheln. Das eine ist ja sozusagen die Pädophilie, also die sexuelle Störung. Ja, die Präferenzstörung. Präferenzstörung. Und das andere ist ja, das andere ist dann aber ja, eine Tat zu begehen. Ja, das ist dieser Übergriff. Dieser Übergriff. Also, wie hast du dann noch mal so einen Moment gehabt zwischen den Gedanken und der Tat, wo du dir etwas bewusst gemacht hast? Erstmal nicht so genau. Dann kriegt man plötzlich reflektiert, was man gemacht hat. Ja, dann merkt man erst, Mensch, das ist ja ein Verbrechen. Das hast du das für dich dann so in dem Moment gemerkt? Ich habe so viel Schuld auf mich geladen. Und ich hatte natürlich auch jetzt plötzlich Angst, dass den Opfern doch Schaden zugefügt wurde, was ich ja nie realisieren wollte. Also da habe ich auch heute noch Ängste und Trauer. Trauer über das, was du... Was ich gemacht habe, dass ich zu weit gegangen bin. Nicht jeder Mensch mit pädophilen Neigungen wird zum Straftäter. Und mehr als die Hälfte aller Missbrauchstaten gegenüber Kindern wird von Menschen begangen, die nicht pädophil sind. Trotzdem,
Karl saß für seine Taten insgesamt 12 Jahre im Gefängnis. Er hat lange Therapie gemacht und sich auch chemisch kastrieren lassen. Der Kontakt zu Kindern ist ihm verboten. Aber die Gedanken an sie sind noch da. Mir jagt das so einen kalten Schauer den Rücken. Kannst du das verstehen? Dass ja, ich das so. Ich kann es mittlerweile verstehen. Ihr werdet jetzt vielleicht auch denken, er kann das erst jetzt verstehen? Das muss ihm als erwachsener Mensch doch klar sein, was er einem Kind mit seinem Verhalten antut. Immer dann, wenn ich manches vielleicht verharmlose, ist es eine kognitive Verzerrung, weil ich mir natürlich einrede, das, was ich getan habe, kann ja so schlimm nicht sein. Die kognitive Verzerrung ist eine Wahrnehmungsstörung. Kennt ihr vielleicht von Menschen mit Magersucht? Auch Pädophile wie Karl sehen die Welt verzerrt. Ich hätte mir gewünscht, nicht so zu sein, wie ich bin. Naja, ich hätte es vielleicht auch ändern können. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich versuche ja zu verstehen, was einen Menschen auch böse macht. Du bist ja jetzt auch im Gefängnis gewesen, hast mit vielen Straftätern da auch Kontakt gehabt. Hast du für dich da so eine ganz persönliche Antwort? Das Böse ist nicht da. Es fehlt nur manchmal das Gute. Ich ringe jetzt schon so ein bisschen mit mir nach dem Gespräch, weil ich das so krass fand, dass er mir so als Mensch irgendwie sympathisch war und ja auch total freundlich. Und auf der anderen Seite hatte ich so dieses ganz krasse Gefühl des innerlichen Widerstands, so dass ich nur weg will, eigentlich aus der Situation raus will. Dieses Gefühl hatte auch der Rest des Drehteams. Wir haben 2 Stunden mit ihm gesprochen. Und worin wir uns alle einig waren, war, Karl ist kein böser Mensch in dem Sinne, wie wir ihn uns vorgestellt hatten. Das Böse ist nicht nur schwarz und weiß. Es hat quasi Abgründe in verschiedener Tiefe. Karl hat den Entschluss, Täter zu werden, selbst getroffen. Wir wissen, es gibt verschiedene biologische Risikofaktoren, die uns eher kriminell werden lassen, aber nicht zwangsläufig. Was hat Karl zum Täter werden lassen? Inwiefern hatte er sein Schicksal komplett selbst in der Hand? Darüber will ich mit einer Frau sprechen, die sich damit beruflich befasst und mit vielen Verbrecherinnen arbeitet. Die Kriminalpsychologin Lydia Benecke. Also, ich bin tatsächlich noch so ein bisschen, keine Ahnung, verwirrt fast gefühlsmäßig von dem Gespräch mit Karl, weil ich hätte es mir fast einfacher vorgestellt, einen Täter zu haben, den ich so richtig hassen kann oder so. Diese Menschen sind Menschen, sie haben menschliche Eigenschaften. Es gibt vieles, was sie mit uns gemeinsam haben, aber sie haben Besonderheiten. Und diese Besonderheiten können dann die Wahrscheinlichkeit erhöhen, im Kontext anderer Eigenschaften, dass sie anderen schaden. Und trotzdem müssen wir sie differenziert betrachten. Aber trotzdem hat ein Mensch mit so einer Persönlichkeitsausprägung oder vielleicht sogar mit einer Pädophilie ja doch eine ganz andere Sicht auf die Welt. Kann der eigentlich einschätzen in dem Moment, was gut und richtig ist und was böse? Die Frage ist ja, ob ein Mensch versteht, was richtig und was falsch ist und ob er dieser Einsicht folgend auch sein Verhalten steuern kann. Mhm. Und wichtig ist, dass aber die Neigung an sich nicht zwangsläufig dazu führen muss, dass ein Mensch Straftaten begeht, also anderen Menschen schadet. Mhm. Es gibt Menschen, die haben sogar eine sehr stark ausgeprägte pädophile Neigung und gleichzeitig sind diese Menschen sich im Klaren darüber, dass sie, wenn sie das ausleben würden, Kinder schädigen würden. Und diese Menschen haben, wenn sie Unrecht und Recht unterscheiden können, wenn sie verstehen, welche Folgen es hätte, wenn sie das ausleben würden, dann haben sie die Möglichkeit, sich dagegen zu entscheiden. Es gibt ja so dieses Klischee, ja, jeder Mörder oder Straftäter ist selbst misshandelt worden. Hm. Ist das eigentlich so statistisch? Also im Großen und Ganzen weist alles, was wir so an Forschung der letzten Jahrzehnte haben, in die Richtung, dass emotionale und oder körperliche und oder sexuelle Misshandlungen bei Menschen, die schwere Straftaten begehen, definitiv sehr häufig in der Biografie zu finden sind. Mhm. Die allermeisten Menschen, die solche Erlebnisse hatten, werden selbstverständlich keine Straftaten begehen. Okay. Und wir sagen immer, wichtigster Satz, eine Erklärung ist keine Entschuldigung. Ja. Unabhängig davon, dass dieser Mensch nichts dafür kann. Und wenn dieser Mensch weiß, ich darf das nicht, aber ich will das und ich tue das, dann ist dieser Mensch verantwortlich. Das heißt, es ist immer es kommen sozusagen Faktoren zusammen. Es kommt vielleicht eine Genetik, etwas angeborenes Charaktereigenschaften treffen auf diese Misshandlungen oder den Mangel und dann wird eine Entwicklung angestoßen. Genau. Wir haben ja so viele Faktoren, die wirklich da eine Rolle spielen.
Also nicht nur die Gene an sich, sondern dann haben wir ja noch Epigenetik, dann haben wir auch noch die vielen Einflussfaktoren während der Schwangerschaft, die auch die embryonale Entwicklung beeinflussen. Die negativen Einflussfaktoren, die die Umwelt bereithält, also eben diese emotionalen und/oder körperlichen und/oder sexuellen Misshandlungen, die wirken sich auf unterschiedliche Kinder unterschiedlich aus. Und es wird auch immer Kinder darunter geben, die eben sich trotzdem positiv entwickeln. Ja. Auch ist unser Gehirn formbar, es ist plastisch. Wir können Dinge lernen, Fähigkeiten, die wir vielleicht noch nicht haben. So ist es insgesamt so, dass Forschende glauben, selbst Psychopathinnen und Psychopathen sind dazu in der Lage, Mitgefühl zu erlernen in Form von einer Therapie. Jeder Täter, jede Täterin könnte demzufolge eben etwas ändern an den Voraussetzungen, die er oder sie mitbringt. Was macht uns böse? Darauf gibt's nicht die eine Antwort. Für jeden Menschen ist das so individuell. Biologie ist nicht unser Schicksal, aber es ist ja schon so, dass jeder Mensch mit einem bestimmten Deck Karten sozusagen ausgestattet wird. Und dieses Kartendeck, das hat sich so ja keiner ausgesucht. Das ist schon irgendwie unfair. Für den einen ist es dann halt viel schwerer, als für den anderen eine gute Entscheidung zu treffen. Aber vielleicht sollten wir uns auch fragen, nicht was macht uns böse, sondern was macht uns gut? Denn es gibt ja auch diese anderen Faktoren. Die Faktoren, die positiv sind, die helfen können, all die negativen Faktoren praktisch auszugleichen. Und am Ende steht ja immer noch die Tatsache, dass wir einen freien Willen haben, dass jeder Mensch selbst entscheiden kann, was er aus seinem eigenen Kartendeck macht. Zumindest gibt es die Chance, über Therapie zu versuchen, die eigenen Karten neu zu mischen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gibt's hier noch eins von Explore und da wäre noch ein anderes aus dem ZDF-Kosmos. Und wenn ihr abonniert und die Glocke drückt, dann hätte ich auch nichts dagegen.